Hallo, mein Name ist Sedat. Man kennt mich vielleicht auch unter dem Namen Der Wie Bist. Bin in der Branche schon seit 2005 oder 2006. Damals hat es den Begriff Social Media so gerade noch gegeben. Man hat eher Viral Marketing, Guerilla Marketing gesagt. Also aus der Ecke komme ich eher. Kannst du ein bisschen lauter, bitte? Ja? So? Okay. Ich habe die Uni absolviert auf der WU BWL und auf der Hauptuni Publizistik und bin eigentlich per Zufall da reingerutscht in die Online-Kommunikation. Damals war Wikipedia ganz populär, also Wikipedia-Redaktionen, Blogs aufbauen, Blogs in der Zeit, wo Weblogs nicht wie Magazine ausgeschaut haben, sondern wirklich wie spartanische, ja, informationsbasierte Weblogs. Also aus der Zeit komme ich noch. Und dann kam eben das Jahr, wo Facebook ganz groß wurde, beziehungsweise auch für Unternehmen relevant wurde. Und man nimmt halt zeitweise digitale Kommunikationsmittel mit ins Portfolio. Würde nicht behaupten, dass ich Facebook-Spezialist oder so bin, sondern ich beschäftige mich mit Kommunikationsstrategien, Digital Business. Wie kann man Unternehmen digitalisieren, umstrukturieren, Strategien aufbauen für die konkrete Umsetzung? Das Thema der heutigen 20 Minuten ist, wie kann man im Netz Krisen erforschen, richtig definieren vielleicht sogar und dann vorbeugen, bevor es überhaupt öffentlich wird. Das ist natürlich ein Dauerthema, man kennt es auch unter dem Namen Shitstorm, wobei das eher Wortneuheit ist. Beziehungsweise sich ein bisschen auch verklärt hat zu einem Modebegriff. Das Ganze beginnt meistens mit einer Kritik im Internet, die man rechtzeitig beobachten muss, wenn man die Kritik nicht ernst nimmt, beziehungsweise rechtzeitig reagiert. Dann könnte es natürlich zu einem Wall an eher substanzloseren, massig einwirkenden Postings kommen und das nennt sich als Shitstorm. Was eine Krise ist, ist meistens ein Vorkommnis, was von außen übertragen wird. Also das ist dann wirklich die reale Welt, wo dann soziale Medien eher Weiterverbreitungsrolle spielen. Das, was man eher kennt, sind Shitstorms. Da gibt es relevante, nicht so relevante. Was wäre ein nicht relevanter Shitstorm? Fällt mir jetzt gerade die Aktion oder die Werbung zum Beispiel von ING DiBa ein, wo der Dirk Nowitzki an einer Wurst abbeißt. Und am nächsten Tag gibt es auf der Facebook-Seite von ING DiBa einen Shitstorm der veganen User, warum der jetzt an der Wurst abbeißt. Wirkt sich das auf ING DiBa aus? Nein. Letztendlich ist das ein Stressfaktor für, sage ich mal, maximal 2 Tage, wo man einfach kühlen Kopf bewahren muss. Da rausselektieren, was ist die Kritik? Ja? Also es gibt natürlich daraus auch konkrete sachliche oder emotionale Kritiken, auf die muss man eingehen. Und auf der anderen Seite gibt es Beleidigungen. Mit Verweis auf die Netiquette muss man natürlich Beleidigungen auch dementsprechend handhaben. Also da jetzt keine devote Haltung einnehmen, sondern wie gesagt mit Verweis auf die Hausordnung dem User erklären, warum er die Beleidigung jetzt gelöscht hat. Also nicht darf ich löschen und so weiter, sondern klar zur Sache kommen. Die 80, 90% dazwischen, also Substanzloses, muss man aushalten können. Ja? Wenn man da jetzt auf jeden Beitrag kommentiert, dann gießt man Öl ins Feuer. Das sollte man eher nicht, sondern man sollte eher das Ganze beobachten. Deswegen habe ich da hinten ein Beispiel jetzt, ja, für ein Web-Monitoring-Tool Ihnen einmal angeführt. Das Tool nennt sich Talkwalker. Es gibt so ja, Agenturen, die machen auch so Bewertungen. Ganz bekannt ist die Bewertung von Goldbach Interactive. Die bewerten jedes Jahr 170 Web-Monitoring-Tools. Und Talkwalker ist Nummer 1 gewählt worden, schon seit 2 Jahren, glaube ich. Was kann das Tool? Das kann erstens einmal die Kommunikation kontrollieren. Das heißt, das Unternehmen kann die eigene Marke, die eigene Geschäftsführung, wie auch immer, beobachten. Sie kann auch Themen, Branchen beobachten. Das ist eher die Marketingrelevanz. Das heißt, man hat wirklich Stoff für proaktive Marketingkommunikation, Marketing und Kommunikation. Und das Dritte ist, ich kann die Konkurrenz beobachten, Potenziale ausschöpfen. Und da kommen wir auch ein bisschen zur Krisenvorbeugung. Das heißt, ein konkretes Beispiel haben wir jetzt während der EM, Fußball-EM, was war da? Österreich hat mitgemacht, 0 Punkte, oder? 1 Punkt, 0 Punkte, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es ein Lifestyle-Magazin und jetzt komme ich dazu. Also die
Die Wurzel oder die Quelle lag nicht im Internet oder digitalen Bereich, sondern es gab von diesem Lifestyle-Magazin gibt es eine Print-Version. Da wurde ein Cover definiert mit Gut gegen Böse, ja, der Repräsentant des Landes gegen den Repräsentanten des anderen Landes, und das wurde ein bisschen emotional aufgeheizt, das ganze Thema. Also da ging es auch nicht um Fußball, sondern eher um Politik, weswegen sich die Einwohner des jeweiligen Landes natürlich aufgeregt haben und emotional richtig sich beschwert haben. Das Ganze ging auch vom Presserat und so weiter und so fort. Was geht das jetzt, die Social-Media-Präsenz des Lifestyle-Magazins an? Gar nichts im Prinzip. Aber der User weiß eben nicht, dass das zwei verschiedene Unternehmen sind. Der sieht, okay, der Name ist gleich. Was haben sie gemacht? Sie haben sich massig auf Facebook aufgeregt. Ja. Warum er überhaupt so ein Cover oder so ein Magazin erstellt mit diesen Inhalten und mit diesen Beiträgen. Was ist dann passiert? Die Voraussetzung natürlich, dass man relativ schnell auf einen Shitstorm reagieren kann. Soll ich da? Ja, ich werde das. Zu lange in der Kommt wieder. Ja. Ganz wichtig, ja, wenn es zu einer potenziellen Krise oder zu einem Shitstorm kommt, ist, dass man Web-Monitoring-Tools aktiviert hat, die, bevor etwas einmal ausartet, das Potenzial der negativen Kommunikation auch ausschöpft bzw. Analysiert. Das heißt, dieses Monitoring-Tool kann zum Beispiel in 2-Minuten-Rhythmen Tweets, Facebook-Postings, Blog-Beiträge, Forum-Beiträge analysieren. Das heißt, in diesem Fall habe ich Ihnen jetzt mal als Beispiel ein Testbeispiel Sonnentor definiert. Da kann es jetzt sein, dass ein User sich in einem Forum aufregt, weil er sich, keine Ahnung, verschluckt hat oder er hat eine Lebensmittelvergiftung kriegt, ja, und verbindet das Ganze mit Sonnentor. Das ist natürlich ein Problem. Weswegen das Erste oder das Wichtigste ist natürlich, die eigene Marke zu beobachten in allen Netzwerken und dementsprechend zu reagieren. Im konkreten Fall auf Facebook haben wir natürlich alles beobachtet, herausgefiltert, was ist die Kritik. Die Kritik ist nämlich vereinzelt, substanziell, konstruktiv, auch oft, ja, kann auch emotional sein und sachlich. Auf diese Kritiken muss man eingehen. Entweder ich kommentiere öffentlich oder ich schreibe dem User eine persönliche Nachricht. Das öffentliche Kommentieren macht natürlich Sinn, weil dann zeige ich jedem anderen, dass ich demonstrativ da bin und explizit auf sachlich fundierte, konstruktive Kritiken auch eingehe. Ja? Für die restlichen 90% ein Statement natürlich. Was mache ich auf der anderen Seite? Ich muss natürlich herausfiltern, was ist die Beleidigung, und dementsprechend agieren, indem ich die Beleidigung lösche und meistens davor dem User auch eine Nachricht schicke, warum ich die Beleidigung gelöscht habe, nämlich mit Verweis auf die Netiquette. Die Netiquette ist eine Hausordnung, die man definiert. Hausordnungen kennen Sie sicher. Es gibt auch auf Facebook natürlich die Möglichkeit, die Netiquette einzubinden. Gibt es jetzt keinen eigenen Bereich, oder man wird auch nicht abgemahnt, wenn man keine Netiquette einbindet. Aber ein klassischer Bereich ist der Informationsbereich, wo ich die Hausordnung reinschreibe. Nämlich keine Sexismen, keine Beleidigungen, vielleicht auch keine Werbung. Pinwandsprache kann man dort einstellen und so weiter. Das heißt, man muss natürlich proaktiv reagieren. Und die 80% beobachte ich. Und im Prinzip war es das. Ja. Ich werde jetzt nicht die Empfehlung abgeben, natürlich auf jeden Beitrag, der substanzlos ist, natürlich auch entgegenzuwirken, weil das ist genau das, was man nicht darf. Sehr viele Unternehmen beobachten das Ganze, analysieren es wirklich dann auch grafisch mit solchen Tools und machen eine Nachberichterstattung. Das heißt, es gibt natürlich eine sehr kreative Möglichkeiten, auf Shitstorms dann nach 3-4 Tagen einzugehen. Ja. Also es gibt das Beispiel von Vapiano, wo sich wer über die Raupe im Salat aufgeregt hat. Naja, Vapiano ist dadurch natürlich nicht nervös geworden oder hat jetzt nicht geglaubt, dass sie jetzt zusperren müssen. Sie haben das halt auf sich, über sich ergehen lassen und haben am Schluss dann sogar eine eigene Facebook-Seite über die Raupe aufgebaut, ja, zeitlich bedingt. Ich hätte es noch weitergeführt, die Metamorphose vielleicht in Richtung Schmetterling noch aufgezeigt, aber das war eine Aktion, die witzig war. Was machen andere? Sie bereiten den Shitstorm statistisch auf und machen ein Posting darüber. Ja, und bewerben das Posting vielleicht auch mit einem fetten Dankeschön für die hohe Interaktivität. Ja, also man kann schon relativ kreativ auf Shitstorms eingehen, man darf nur nicht die Nerven verlieren und muss sehr wohl herauspicken, was sind substanzielle Kritiken und was ist wirklich eine Krise, die von außen
einströmt in die sozialen Medien. Das ist ein klassisches Krisenmanagement. Also da, das ist auch abteilungsübergreifend. Da muss ich eine Spokesperson definieren. Je höher die Spokesperson in der Firma positioniert ist, desto verbindlicher natürlich. Man stelle sich vor, dass der Mateschitz persönlich einmal auf eine Kritik entgegenwirkt. Dann drehe ich das Ganze 180 Grad um, wenn der Chef sich persönlich meldet. Also da gibt es schon Mechanismen. Bei Shitstorms vielleicht noch kurz über die diversen Formen von Shitstorms. Also Sie dürfen mittlerweile auch nicht glauben, dass das initial begonnene von normalen Usern aufgebaute Shitstorms sind. So hat es vielleicht begonnen, aber mittlerweile gibt es natürlich auch inszenierte Shitstorms. Ja. Das ist letztendlich nichts anderes wie eine Steigerung der Interaktionsrate. So realistisch muss man bleiben und auch Shitstorms auf B2B-Ebene. Agentur versus Agentur gibt es auch. Agentur versus Ex-Kunde gibt es auch. Also man musste, und deswegen ist Vorbeugung erstens einmal wichtig und Beobachtung. Und wenn ich einen Schritt darüber hinaus noch gehen darf, man kann auch einzelne Personen dann wirklich nachrecherchieren. Auch das gibt es, ja. User Profiling. Ja. Wenn ein User besonders auffällt, beziehungsweise das Wording extrem auffällig gleich klingt, ja. Duplicate Accounts gibt es. Also es gibt sehr viele Phänomene, denen man natürlich nachgehen kann. Ja. Stichwort Monitoring, das ist das Entscheidende, tägliches Monitoring. Es gibt auch die Möglichkeit, natürlich rückwirkend zu beobachten. Es geht auch mit Monitoring-Tools, aber das wird auch oft gemacht, dass man, bevor man eine Strategie definiert, Beispiel, man hat überhaupt keine Social-Media-Erfahrung, hat aber ein Produkt oder eine Dienstleistung, die eher ein Tabuthema ist vielleicht, ist es immer ganz wichtig, bevor es zu einer Krise kommt oder kommen könnte, die Marktsituation einmal zu definieren, zu analysieren. Das macht man mit einer rückwirkenden Ist-Beobachtung. Das wird auch oft gemacht. Was, wer, wo, wann, wie? Was sind meine positiven Inhalte? Was sind meine Krisenpotenziale? Wer sind die User, die zum Beispiel besonders kritisch sind? Das ist in der Pharmaindustrie besonders häufig. Ja, dass es immer einen User gibt, zum Beispiel beim Thema Impfung, der ist radikal dagegen, mit teilweise auch falschen Informationen. Das muss man, bevor man eine Social-Media-Präsenz einmal aufbaut, vorher schon wissen. Ja? Und auch, was sind meine kritischen Kanäle, was sind meine konstruktiven Kanäle. Dann kann ich mir eine Strategie aufbauen, die fundiert ist und die vor allem nachhaltig ist, und dann werde ich nicht von Shitstorms überrascht. Ja, so viel kurz und bündig zu der Handhabung, wie man Shitstorms vorbeugt und löst. Eine weitere größere Dimension, wie gesagt, wären Krisen. Ein Beispiel für eine Krise ist, wurde auch beobachtet. Vielleicht können Sie sich an das Verfahren von Novartis versus dem Staat Indien erinnern. Da haben sie praktisch Indien verklagt, weil sie ein Medikament einfach so mal freigegeben haben, was eigentlich patentiert war. Riesenaufregung natürlich, ja. Worauf sich dann die ganzen NGOs natürlich draufgestürzt haben. Also das Problem ist physisch, ja, reale Welt. Ein weiterer Player, also ein weiterer üblicher Verdächtiger ist auch Nestle. Die sind auch super darin, Krisen aufzubauen. Diese Krisen in der realen Welt werden dann übertragen in soziale Medien. Und dann dienen soziale Medien eigentlich nur als viraler Kanal. Das ist dann kein Shitstorm mehr. Ja. Das ist dann wirklich substanziell und kann sich auf das Unternehmensimage nachhaltig auswirken. Und dann, wie bereits erwähnt, spielt da Krisenmanagement auf klassischer Ebene eine Rolle. Da ist Social Media eigentlich nur ein Akteur. Da ist die Social Media Redakteurin oder der Redakteur dort auch nichts mehr zum Suchen. Ja. Also ich würde jetzt die aktive Krisenkommunikation nicht dem armen Content- und Community Manager überlassen. Die zittern dann in der Phase, sondern da muss meistens der Konzernsprecher, der PR-Verantwortliche oder überhaupt der Geschäftsführer als Spokesperson nach außen auftreten. Vielleicht wissen Sie, auf Facebook gibt es im Informationsbereich die optionale Möglichkeit, den Administrator ein Gesicht zu verleihen, nach außen, ja, zu kommunizieren. Das wird meistens nicht gemacht, da ist der Administrator meistens im Hintergrund, aber in dieser Phase muss genau diese Funktion aktiviert werden. Jeder User muss wissen, mit welcher Person er in dieser Krisenbewältigung dann zu tun hat. Das ist ganz entscheidend. Und da rede ich jetzt nicht nur von Facebook, sondern basierend auf der Beobachtung natürlich über alle Kanäle. Wenn es gerade auf Parents.at gerade zugeht, ja, ist ein Elternforum,
zum Thema Impfung. Und da wird mein Präparat oder mein Wirkstoff gerade erwähnt, hätte ich das Recht, natürlich proaktiv einzuwirken. Aber jetzt nicht unter versteckter Flagge nicht schreiben, ich bin Mutter oder so von zwei Kindern, sondern hallo, ich bin Vertreter, Produktmanager von, was weiß ich, einer Pharmafirma und möchte hier bitte entgegenwirken oder den direkten Draht zum Administrator suchen. Ja? Wenn eine Drohung gerade passiert auf Standard.at im Kommentarbereich, dann muss man es beobachten, wie gesagt. Ich habe es in zwei Minuten beobachtet, muss den direkten Weg dann zum jeweiligen Standardredakteur suchen, anrufen am besten. Also nicht mitkommentieren oder so, sondern anrufen und schauen, dass man da eine technische Lösung findet. Ja. Da geht es wirklich um konkrete Drohungen dann von Usern. Also das wird auch unterschätzt. Es ist eine Beleidigung, muss jetzt eine klare Drohung sein, aber eine Bedrohung, eine öffentliche, ist strafbar. Ja. Das darf man als User auch nicht vergessen und sich bewusst sein, dass das Ganze gemonitort wird und dass man sehr wohl proaktiv einwirken kann. Ja, ja, das war's. Ich glaube, 10 Minuten, 20 Fragen. Mich würde interessieren, was, kannst du da irgendwas zeigen drauf, worauf man achten kann, bei diesem Monitor zum Beispiel? Ja, natürlich. Also, das Problem ist, wenn ich jetzt da stehe, dann geht's? Kannst du es nicht zeigen, gell? Naja. Aber woran sehe ich jetzt, ob sich was kriegt? So, genau. Also das ist jetzt zum Beispiel der Activity-Bereich. Ja, das ist jetzt das Beispiel Sonnentor. Hier sehen Sie, rechts, im Fähnchenformat, also ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf Talkwalker eingehen, da gibt es Meltwater, da gibt es Radiant 6, da gibt es NSA-Dimensionen auch übrigens. Mhm. Ja, das Tool beobachtet halt alles, was öffentlich ist. Ja. Mhm. Das Ganze kann ich mit Google auch machen, wenn ich will, laufend. Ja, das geht auch. Aber das ist jetzt ein professionelles Web-Monitoring-Tool, wo hier à la Google in Chronologie, das ist halt das Entscheidende bei einer laufenden Beobachtung, dass das Ganze nicht nach Engagement gereiht wird, also nach User-Engagement, sondern nach Chronik. Glauben Sie mir bitte, es funktioniert normalerweise. Jetzt gerade nicht. Also hier hätte ich zum Beispiel so Filtermöglichkeiten. Also ich kann die ganze Kommunikation nach User-Engagement rein, das heißt, welche Beiträge sind wie oft kommentiert worden, nach Reach, das heißt, welche Beiträge je nach Reichweite des Kanals, und in einer Krisensituation ist die Chronik wichtig. Das muss nach Chronik aufgelistet sein und die Fähnchen zeigen mir die Stimmungslage, wobei die Sentiment-Analyse bei Web-Monitoring-Tools noch immer Steinzeit sind. Gell? Also da muss man schauen, dass man aktiv reinklickt und das Ganze mit dem menschlichen Verständnis interpretiert. Ich sage nur, scheiße geil ist hier negativ. Eigentlich ist es positiv. Ja. Erkennt das Tool nicht. Ja. Ist leider so. Das heißt, das tut einzelne Worte definieren. Es wird immer genauer. Also auch die Kombinationen werden immer genauer, aber irgendeine regionale Art der Kommunikation, was weiß ich, in einem Dorf oder so, das kann man natürlich nicht interpretieren. Ja. Es gibt auch Trendbegriffe, da kommen die Monitoring-Tools natürlich nicht immer ganz mit. Also die Sentiment-Analyse ist da nicht so ganz entscheidend, aber ich erkenne eh auf den ersten Blick, ob ein Beitrag kritisch ist oder nicht. Wichtig ist die Frequenz der Beobachtung. Das heißt, dieses Tool beobachtet im 2-Minuten-Rhythmus und das reicht. Ja. Also Google indexiert auch die Beiträge in bestimmten Rhythmen und in Frequenzen. Ja. Das ist 2 Minuten, also das schneller geht es fast nicht mehr. Und da muss man sofort reagieren. Ja. Wenn auf Standard.at was kommentiert wird und das Tool kann das erkennen, dann kommentiere nicht bitte, warum hast du das kommentiert, sondern ich rufe direkt beim Redakteur oder überhaupt bei der Social Media Verantwortlichen an, wie auch immer, wer dort präsent ist. Hier kann man jetzt proaktiv nicht einwirken, das ist jetzt im Prinzip Kontrollfunktion. Ja? Also man kann ein Monitoring-Tool natürlich auch für Marketingzwecke verwenden. Das heißt, ich brauche Stoff, ich brauche Content. Das Problem Content Management hat man ja immer. Dieses Tool lässt sich zum Beispiel auch mit dem CMS synchronisieren. Das heißt, heutzutage gibt es Online-Magazine, die fast keine Online-Redakteure mehr haben. Das sind Kuratoren mittlerweile. Die beobachten, haben einen gescheiten Filter. Das heißt, was weiß ich, Lifestyle, Kosmetik, Make-up. Ja. Das Tool kann global alles beobachten, auch Mandarin und Kyrillisch. Das heißt, ich hole mir die ganzen Beiträge, die ganzen Trends aus Brasilien in Echtzeit und dann brauche ich den Redakteur eigentlich nur als Kurator und Schnellübersetzer. Das heißt, heutzutage in der Online-Redaktion muss man in 15 Minuten einen Beitrag schreiben, also das ist Fließband. Wirkt sich natürlich auf die Qualität aus, klar,
aber damit hätte ich ja zumindest die Recherche überwunden. Ja, das ist jetzt eine Krisenkommunikation gewesen, aber halt proaktive Kommunikation. Aber zumindest für die Krisenbewältigung ist so ein Tool Pflicht, kostet natürlich was und ist für Kleinunternehmer eher unrealistisch. Die tun brav googeln, mit Suchoperatoren geht auch, aber dieses Tool ist eher was für größere Unternehmen natürlich. Ja. Für kleine reicht es ja auch, oder? Für kleine reicht was? Für kleine reicht es ja auch, diese Ja, natürlich, natürlich. Ja, Google Alerts zum Beispiel. Es gibt auch gratis Social Media Monitoring Tools, die irgendwann einmal natürlich nicht mehr gratis sind, sondern zum Upgraden, naja, dann gehe ich halt auf ein anderes Tool und nutze das weiter. Also man kann das schon hin und her spielen als Kleinunternehmer. Ich nutze auch für Unternehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich selber damit beobachte. Bitte. TalkWalker hat ja auch diese Funktion der Google Analytics. Also ich glaube, kann man auch synken. Begriffe zu monitoren und das einmal über den Tag zu gehen. Ich kann die komplette Website damit quer verbinden auch zum Beispiel. Ja. Was dieses Tool zum Beispiel speziell kann, es hat einen Virality Score. Das heißt, es kann vorhersehen, ob ein Beitrag überhaupt viral wird. Wenn ich das weiß, dann kann ich genau diesen Beitrag zum Beispiel in meinem Magazin verwenden. Und das Problem habe ich dann in, keine Ahnung, einer Stunde gelöst. Ja. Wie erkennt er das? Es ist ja Echtzeit. Nein, es geht leider nicht. Gell? Aber glauben Sie mir, wenn ich da jetzt draufklicke, kommt Chronik, kommt Reach und dann kommt Virality Score. Das sind 10 Punkte insgesamt oder 12, na 10. Dieses Tool aufgrund der hohen Frequenz erkennt praktisch in Echtzeit, ob ein Standardartikel 300 Mal kommentiert wurde oder 5 Mal. Also das sind ganz harte Zahlen eigentlich, die da bewertet werden. Wenn ein Beitrag oft kommentiert wird, oft geshared wird, dann ist es halt viral. Ja? Dementsprechend wertet dieses Tool die Viralität in maximal 10 Punkte. Also glauben Sie mir, die meisten Beiträge um 0 Punkte. Ja, dementsprechend ist es ganz selten, dass ein Beitrag eigentlich in der digitalen Welt wirklich viral wird. Wir reden da zwar immer von Viralität, aber was ist denn schon viral, vor allem in Österreich? Ja. Das ist... Das Tool, das auch erkennt, ja, dass es gibt schon einige Beispiele. Influencer mitspielen, also Leute, die sozusagen eine große Reichweite haben. Natürlich. Und übrigens, Influencer-Kommunikation ist damit auch super bewerkstelligbar. Und was hier bei TalkWalker bzw. bei anderen Monitoring-Tools noch dazukommt, nicht die Reichweite auf erster Ebene ist wichtig. Also es ist nicht wichtig, wie viele Follower ich habe. Ich könnte jetzt 50.000 Follower haben, die jeweils nur einen Follower haben. Oder ich könnte einen Follower haben, der 3 Millionen Follower hat. Also es ist eher wichtig, wie viel Reichweite mein Follower hat. Also die Reichweite auf zweiter Ebene ist entscheidend. Auch da werden die Monitoring-Tools immer innovativer. Das heißt, bis jetzt war das schon ein bisschen ein verzerrendes Bild in der Quantität, wenn es geheißen hat, keine Ahnung, pro Monat wurden 5.000 Artikel gefunden, davon sind aber 4.500 auf Twitter irgendwelche Spambot-Beiträge, die brauche ich auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Ist es nicht mittlerweile möglich herauszufinden, bereits im Voraus, welche Beiträge, welche Events halt nur einen 48-Stunden-Shitstorm sein werden und welche also wirklich explodieren werden und ein tatsächliches Problem sein werden? Ist das in den Tools bereits vorhanden? Im Prinzip ist es das, was die Virality-Zahl auch vorhersagen kann. Sie können ja nicht nur den Standardartikel hier beobachten, sondern genau dieses Facebook-Posting. Ja? Ich wollte schon fast den Namen nicht sagen, aber gut. Und wenn das Facebook-Posting 3-mal kommentiert wird, ist es nicht so schlimm, wie wenn es in 2 Stunden 3.000 Mal kommentiert wird. Und das sehen Sie hier natürlich. Ja. Nur irgendwann einmal, wenn ich den Anker gefunden habe, brauche ich das Tool mehr oder weniger nicht mehr, sondern da bin ich direkt im Posting drin und behandle, was auch immer, die Kommentare dementsprechend, wie ich es erwähnt habe. Kritik als Kritik, Beleidigung als Beleidigung und den Shitstorm beobachte ich halt. Ja. Ist es aber möglich, den Shitstorm sozusagen vorherzusagen? Da wurden diese Themen angesprochen, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt folgende Wirkung haben. Genau, das ist ja damit gemeint. Man postet, das Posting wird beobachtet. Das verschwindet ja hier nicht. Ja? Und
Die Viralität in Punkteanzahl wird halt immer höher. Je mehr kommentiert wird in einer kurzen Frequenz, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, Shitstorms haben auch den Charakter, dass sie wirklich in einer kurzen Frequenz stattfinden. Man muss das Ganze ein bis zwei Tage halt einmal über sich ergehen lassen und dann ist der Spuk meistens vorbei. Außer ich gieße noch mehr Öl ins Feuer und verliere die Nerven und beleidige den User zurück und so weiter. Ich meine, das konkrete Beispiel, ja, begann ja dann wirklich mit einer Beleidigung des jeweiligen Chefredakteurs. So hat das ja begonnen. Also es war eine emotionale Kritik und warum und wieso, wir sind eh so super. Ja. Dann hat der Chefredakteur trotzig reagiert und dann hat es richtig begonnen. Und dann haben wir irgendwann einmal die Länder-IP sperren müssen, weil es ausgeartet hat. Ja. Und das ist eigentlich nicht mein Stil, aber das muss halt irgendwann einmal passiert sein. Ja. Also man kann ja auf Facebook speziell Wörter blockieren, und IP-Adressen blockieren, also Länder-IPs, ist aber auch nicht die tolle Art und Weise, weil es gibt ja auch ein paar gute Menschen in diesen Ländern sicher, die vielleicht einmal gratulieren wollen oder so. Ja, ja. Bitte. Also nein, also Sie. Ja, also ich hätte mal eine Frage. Also im Anschluss an diese Analyse, wenn man auf den Shitstorm reagieren möchte, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das humoristisch machen, man kann das analytisch, machen. Genau. Es gibt ja immer wieder Beispiele oder gar nicht. Unternehmen, die das dann gar nicht gut machen und dann geht es total in die Runde. Na, das meine ich, ja. Die diese Entschuldigung, die dann gar nicht geklappt hat. Also meine Frage wäre nur, wie diese Herangehensweise ist, dass man die richtige Antwort findet, die das Ganze dann. Da kann Ihnen die Antwort müssen Sie sich selber beantworten, weil normalerweise, wenn man eine Facebook-Community aufbaut, ist die Facebook-Community ja nicht nur basierend auf Content-Management, sondern ich muss mit meiner Community interagieren. Was heißt das konkret? Ich muss mir die Statistiken währenddessen anschauen, ich muss mir die Zielgruppenstruktur im Laufe der Zeit natürlich recherchieren bzw. analysieren. Deswegen glaube ich auch nicht an diese pauschalen Top-Uhrzeit-Infografiken und so weiter. Sie haben das Glück mittlerweile seit 2008, dass Sie eine eigene Facebook-Community haben, eine eigene Statistik, eine eigene Community mit ganz eigenen Eigenschaften. Ja? Vom Alter gesehen bis zu Interessen, wo befindet sich der User noch, in welchen Facebook-Seiten. Wenn man, und das ist Stichwort Monitoring und auch Reporting, wenn man die eigene Community laufend analysiert, kann man sich eher mit dieser identifizieren und auch bei Krisensituationen dementsprechend reagieren. Da geht es auch um ganz simple Instrumente, wie sieht sich mein Publikum oder tut sich? Das werde ich auch immer gefragt. Naja, wenn man überhaupt keine Vorinformationen hat, muss man benchmarken. Ja? Da muss ich einfach schauen, welche Branche repräsentiere ich, welche Player und Akteure gibt es da und wie handhaben sie das? Ja? Das Sitzen hat oft mit dem Alter der Zielgruppe zu tun. Ja? Würde ich aber so pauschal auch nicht sagen. Vielleicht gibt es doch Unterschiede. Das heißt, dadurch, dass das Ganze wirklich sehr agil ist und Facebook ist ein agiles Netzwerk und die ganze digitale Welt ist agil, ja, muss man dementsprechend auch reagieren und da würde ich eher nicht an pauschale Infografiken, sind zwar super toll aufbereitet, aber an die würde ich nicht glauben. Ja. Da würde ich eher an meine eigenen Zahlen glauben und an meine eigene Zielgruppenstruktur. Und die ist immer unterschiedlich. Ja. Frage noch. Talkwalker kostet viel Geld. Gibt es Talkwalker als Service, dass man sagt, für kleine Service as a Agenturen, die das anbieten, den Job zu machen und sozusagen eine Lizenz zu kaufen für viele kleine Unternehmen? Na, natürlich, da gibt es jetzt bestimmte. Also die Konstellation schaut mehr oder so aus. Es ist ein SaaS, ja, also Software as a Service. Das heißt, da gibt es einen gescheiten 18-Jährigen, der das programmiert. Dann verteilt er Lizenzen an Agenturen meistens, die nicht wenig kosten. Also ich kann mir das jetzt selber zum Beispiel so nicht leisten. Ja. Und dann liegt er auf einer Insel und tut Cocktailschlürfen und kriegt Lizenzen dafür. Ja. Wichtig sind die zwischengelagerten Clipping-Agenturen. Da gibt es jetzt in Österreich gibt's Observer, Meta Communication, MMO und so weiter. Das sind die Lizenzinhaber. Das reicht eigentlich schon. Das heißt, der Kunde ruft dort an und bestellt sich so ein Monitoring-Tool mit dem ganzen Setup, Suchbegriff und so weiter. Wo komme ich jetzt ins Spiel? Ja, das Tool gehört mir nicht. Ich bin auch kein Monitoring-Clipping-Agentur, bin ich ja nicht. Ich bin Berater, der dem Kunden darüber hinaus Marketing- und kommunikationsrelevante Handlungsempfehlungen ableitet. Weil die Zeit intern in einem Unternehmen, dass ich die ganzen Resultate auch analysiere, die bleibt ja nicht.
außer ich habe da drinnen wirklich einen Analytiker sitzen, der nur das macht. Ja. Das heißt, da, normalerweise reicht das Tool und die Clipping-Agentur und der Kunde. Zwischen Clipping-Agentur und dem Kunden ist auch oft ein Berater zwischengelagert, der dann wirklich auch die Alerts zum Beispiel richtig interpretiert und sofort Handlungsempfehlungen abgibt. Eine Krise, was eigentlich nur nicht öffentlich ist, muss innerhalb von 3-4 Stunden erledigt worden sein. Ja? Inklusive Kontaktierung des Users, der das verursacht hat und so weiter. Da gibt es dann ganz andere Dimensionen. Ja? Staatsanwaltschaft und so weiter. Was heißt jetzt noch nicht öffentlich, sobald ein Posting öffentlich ist? Öffentlich heißt jetzt, ich meine, das Ganze, ich meine, ausartet, sagen wir so. Ja, ich meine, öffentlich ist natürlich, ein Pressekommentar ist natürlich öffentlich. Ja. Was war da irgendwie was mit dieser Waxing Queen oder die Selbstständige? Das ist dann ausgeartet in Richtung Print, Medien und so weiter. Das ist dann richtig viral geworden natürlich. Die wird wahrscheinlich Politikerin oder so, habe ich gelesen, keine Ahnung. In dem konkreten Fall, ja, da ist immer Drohung gegangen, jetzt nicht zu unterschätzende Drohung. Da haben wir es eigentlich gelöst, bevor das dann richtig ausgeartet hat. Ja, also das war dann ziemlich heftig. Ja, in 3 Stunden war der Spuk vorbei, inklusive Kontaktierung des jeweiligen Presse- und Standardredakteurs. Kommentar wurde gelöscht, geht auch nicht anders. Davor wurde oder dazwischen wurde der User auch ein bisschen genauer recherchiert im Netz, bis wir auf weitere Infos gestoßen sind, die nicht lustig waren und und. Ja, also. Ja, also da geht es nicht um Likes und Smileys und Stickers, sondern gut, also es gibt da sicher noch weitere Themen zum Besprechen, vielleicht, aber es bleibt uns, glaube ich, wenig Zeit jetzt. Ich bedanke mich. Ja.